Mahlzeit, hier ist wieder der Schattennase was mit einem neuen C64er Video. Heute spiele ich Maggot Mania von Schlappi Soft und gecrackt von Ecki. Wer auch immer Schlappi Soft und Ecki ist, jetzt muss ich mal F1 hitten und den anderen Joystick nehmen. Das liebe ich ja so beim C64er. Und hier das unschwer erahnen können, ist das Fantasy. Ja, und man kann nicht in die Pilze rein. Ah, ich kann auch den richtigen Feuerknopf drücken. Also ich muss sagen, Centipede spielt sich dann doch besser. Wobei das spielbar ist, also. Warum dann da allerdings eine Schnecke rumläuft, weiß ich auch nicht. Also das ist. Ja, und die Soundeffekte sind relativ laut. Ja, aber das ist spielbar. Also wenn man Centipede macht, aus irgendeinem Grund das Original auf dem C64er nicht hat, kann man auch das hier spielen. Das ist halt ungefähr so originell wie ein paar Socken zu Weihnachten. Scheiße. Aber was ich gut finde bei dem Spiel ist, man kann sich relativ weit bewegen. Ach komm, eine Runde machen wir noch. Also, ich glaube nicht, dass man bei Centipede so weit hoch konnte, aber das mache ich jetzt schon mal. Das ist schön. Ist dann halt nicht so schön, dass man nicht in die Pilze reinrennen darf. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das bei Centipede auch so war. Ich bin ja nicht der Centipede-Fan. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ändert sich eigentlich immer bei der. Nee, ändert sich nicht jedes Mal bei der Spinne die Rahmenfarbe. Wäre auch zu einfach gewesen. Nee, aber das ist wirklich spielbar. Ist hier auch kein Spiel, was besondere Ansprüche an einen Rechner stellt. Das Spiel merkt sich sogar in Highscore, das ist auch nicht schlecht. Natürlich gehe ich mal nicht davon aus, dass der auf Diskette gespeichert wird. Das wird dann wohl doch eher ein Kassettenspiel gewesen sein, denke ich mal. Oder sogar ein Cartridge-Spiel. Ach, scheiße. Aber geht in Ordnung. Sieht zwar wirklich nicht schön aus, aber spielt sich eigentlich ganz ordentlich. Scheiße. Okay, das war dann aber auch, weil wie gesagt, ich bin kein Centipede-Fan. Aber das Spiel geht voll in Ordnung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und danke fürs Zugucken.